Ich grüße euch, ihr Lieben, zum Monatsorakel für den August 2022. Ja, du hast ja schon dein bestimmtes Sternzeichen angewählt. Du kannst für dich schauen, aber natürlich auch für deinen Partner, für deine Kinder, wie auch immer, ja, auf verschiedene Sternzeichen natürlich schauen. Und ja, ich bin schon gespannt, was sich zeigt für diesen Monat bei den unterschiedlichen Zeichen. Ich wollte nur eben vorneweg wieder noch ein paar Worte sagen, wollte mich auch wieder bedanken. Ich habe wieder meinen Dankestein mit bei allen Zuschauern, bei allen Abonnenten, bei allen Kunden und Klienten. Ein recht herzliches Danke an alle und natürlich auch fürs Zuschauen. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr weiter mit dabei bleibt, wenn ihr auch Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Die Videos natürlich auch bitte gerne liken und teilen und auch kommentieren. Das wäre mir auch ganz wichtig, da würde ich mich sehr darüber freuen und danke an alle, die das schon gemacht haben. Ja, und alles, wo Sie mich erreichen könnt und meine Empfehlungen und auch die Karten, die ich verwendet habe, das ist wie immer unter dem Video verlinkt in der Infobox. Ich habe aber meine Daten hier auch nochmal hergelegt. Über die Homepage oder über WhatsApp könnt ihr mir gerne schreiben. Ich arbeite sehr lösungsorientiert, wenn ihr Probleme habt oder natürlich auch gerne alles andere. Mit mir kann man eigentlich wirklich über alles sprechen, außer halt, was ich gesetzlich nicht darf, wie zum Beispiel über Krankheiten. Aber sonst, ja, schaue ich gerne alles an mit euch. Ich bin auch über Viversum erreichbar, wenn ihr dort Kunde seid oder Kunde werden wollt. Da könnt ihr mich ganz einfach auch bei der Beratersuche unter Claudia Engel finden. Okay, dann legen wir los. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit, eine schöne Zeit und ich hoffe einen nicht zu heißen August. Und ja, genießt die Zeit und wenn ihr in Urlaub fahrt, dann natürlich auch eine schöne Zeit oder auch wenn ihr zu Hause seid und vielleicht euch abkühlen könnt irgendwo. Na gut, dann legen wir jetzt los mit der Legung. Ja, liebe Skorpione, jetzt kommt eure Legung für den August 2022. Ich möchte gleich noch vorneweg sagen, falls ihr ein bisschen ein Brummen hört, ich habe jetzt den Ventilator höher schalten müssen. Es ist einfach so warm, obwohl schon Abend ist, aber kocht so auf. Und normal habe ich ihn auf einer leichten Stärke, wo man das gar nicht hört, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt hört. Ja. Also falls ihr was brummen hört im Hintergrund, tut mir leid, aber ja, die Klimaanlage habe ich vorher ein bisschen laufen lassen, aber die ist so laut, das kann man nicht. Und jetzt, wo es eigentlich eh heute der erste Tag wieder ist, wo es ein bisschen nicht so heiß ist bei uns, in den Räumen steht halt überall die Hitze. Ich habe eh alles aufgemacht und zum Durchlüften, aber ja, also nur, falls ihr da was hört. Ja, ich habe wie immer das große Kartenblatt eben ausgelegt mit allen 36 Lettermark-Karten und ich deute wie immer die Eckkarten, das ist so für mich die aktuelle Zeit und ein Monat ist ja nicht so lange, ist ja jetzt keine Jahreslegung oder so und die in der Mitte, die schaue ich mir auch noch an und dann halt die Lebensbereiche. Ja, falls was noch nicht angesprochen wurde. Ja, deine erste Karte, und ich musste wirklich jetzt schon lachen und lächeln, wie ich das ausgelegt habe. Es ist unfassbar. Ich glaube, in der Hälfte der Orakeln bis jetzt, also ich gehe die Reihenfolge ja immer astrologisch, weil ich bin ja auch Astrologin, ne? Und ich gehe natürlich die Reihenfolge durch und fange beim Widder an und handel mich dann so weiter und jetzt beim Skorpion. Das ist wirklich, ich finde es unfassbar, ja. Es ist wirklich, mindestens bei der Hälfte bis jetzt, immer um das Thema Schwangerschaft gegangen und Familiengründung. Und jetzt ist es bei dir auch und ich mische die Karten wirklich gut durch, ja. Also ich mache wirklich immer, ich mache das mehrfach, damit wirklich die Energie draußen ist vom Vorblatt. Und es ist unfassbar, ja. Also auch bei dir, du hast eben die Lilien. Die Lilien stehen ja für die Familie und für die Sexualität, ja. So, jetzt liegst du mit hier dran. Auch wenn du ein Mann bist, gilt das in dem Fall für dich. Und zwar, Lilien, Kind, Storch ist meine Schwangerschaftskombination.
Und ich habe es eh schon in den letzten Videos erzählt, bei den anderen Zeichen. Also da habe ich wirklich schon so viel Erfahrung, ja, dass, also Feedbacks von Kunden im Laufe der Jahre, dass das eigentlich immer gepasst hat. Man muss aufpassen als Kartenleger, weil es eigentlich in den Gesundheitsbereich gehört, ja. Aber wenn mich jemand fragt oder ich sehe es und jemand will zum Beispiel jetzt kein Kind, dann sage ich halt immer, bitte aufpassen, ja, weil ich weiß, dass sich, wenn sich diese Kombination zeigt, es sich meistens durchsetzt, ja, und dann auch passiert, ich habe das sogar schon gesehen, mit wo Frauen das vorgetäuscht haben, eben zum Beispiel die Ex, damit der Partner bei ihr bleibt und sie sagt dann, ich bin aber jetzt schwanger, das habe ich alles schon gesehen und das hat auch immer gepasst, ich habe dann das Feedback bekommen, ja. Also das ist wirklich, ja, keine Ahnung, warum das bei mir, also das tritt wirklich, ja, echt zu 100% ein. Und deswegen sage ich halt auch bei dir jetzt, solltest du es nicht vorhaben, wenn du ein Mann bist, natürlich deine Frau oder Freundin zu schwängern oder eben als Frau selber schwanger zu werden, dann bitte aufpassen. Vor allem bei dir ist es ganz stark, weil mit dem Kreuz, das ist so das Schicksalskreuz, ja, für mich auch. Also Kreuz ist Karma und Schicksal. Und das schaut für mich wirklich so aus, wie wenn jetzt, auch wenn du es nicht planst, eine Kinderseele halt wirklich wartet zu kommen, ne? Und wenn das jetzt für dich eine Situation ist oder ein Umstand, wo es gar nicht passen würde aus verschiedenen Gründen, dann jetzt wirklich, wirklich doppelt und dreifach und vierfach aufpassen im August, weil auch mit dem Fuchs noch dran, der ja für die Falschheit steht, aber in dem Sinn, und er geht ja aber raus, also in dem, von dem Thema weg, würde ich auch sagen, eher aufpassen, weil der Fuchs dann sagt, ja, da passiert jetzt irgendwas, was du vielleicht jetzt gar nicht willst. Und es ist auch im Geheimen, also vielleicht auch wirklich, wenn du eine Situation gehabt hast, wo es sein könntest, oder du dir nicht sicher bist, dann vielleicht auch wirklich mal einen Test machen, ja, ob du nicht schon schwanger bist. Ich will jetzt keine Angst machen, aber ich sag's halt nur dazu. Und wir haben nämlich bei der nächsten Eckkarte ja auch die Schlange, die ja für die Mutter steht, oder eben, dass man selber Mutter oder auch Vater, in dem Sinne, ist ja kollektiv Orakel wird, ja. Also deswegen, ich muss es jetzt leider so ausführlich besprechen, aber eben, es sagt jetzt meine Erfahrung und ich kann da auch gar nicht viel anderes deuten. Also, ja. Also diese erste Ecke ist für mich wirklich so das Thema Schwangerschaft und Familiengründung. Vielleicht hast du auch Debatten mit deinem Partner, Diskussionen oder Partnerinnen. Also dass du vielleicht ein Kind willst und dein Partner, Partnerin nicht oder umgekehrt. Also Familiengründung und so weiter könnte auch sein. Aber es schaut eigentlich da ganz positiv aus, dass eigentlich beide Seiten wollen, ne? Oder eben es ist ein familiäres Thema generell, ein Karma-Thema. Familie, auch mit deinen erwachsenen Kindern eventuell. Und da haben wir ja ewig das Thema Mutter. Und das liegt am Beruf. Und das finde ich auch spannend, weil das hatte ich auch in den anderen Legungen, dass du eben, dass dein Beruf in nächster Zeit vielleicht Mutter ist, wenn es natürlich noch möglich ist, ja. Wenn es biologisch nicht mehr möglich ist, könnte es auch sein, dass du etwas erfährst. Aber bei dir ist es halt eher wirklich, dass es dich selber betrifft. Bei der Waage haben wir es im Freundeskreis gehabt, wo ich ihr erzählt habe. Bei mir zum Beispiel, ich bin ja Waage-Aszendent und ich bekomme am 4. August mein zweites Enkel mit einem geplanten Kaiserschnitt. Und ja, da weiß ich es auch schon. Ja. Und vielleicht, so meine ich, kann das bei dir halt auch sein, dass du es von jemandem erfährst vielleicht auch. Ja, vielleicht wirst du auch Großmutter, weil die Schlange kann unter anderem auch für die Großmutter stehen, wenn du schon eben älter bist, dass es nicht mehr dein Kind ist. Es war eh lustig, bei meinem Kartenleger, den ich lange gehabt habe, der hat mir, kurz bevor ich erfahren habe, dass ich, wie ich zum ersten Mal Großmutter geworden bin, hat der mir gesagt, er sieht eine Schwangerschaft bei mir. Und also mein, damals, ja, wäre es biologisch auch noch möglich gewesen, aber ich konnte mir es halt einfach überhaupt nicht vorstellen und das Thema war für mich abgeschlossen. Und ich habe gesagt, das kann eigentlich nicht sein, weil ja, ich will nicht mehr und das ist erledigt. Und ja, und dann habe ich einige Monate später erfahren, dass ich Großmutter werde. Und mein Sohn und meine Schwiegertochter haben die erste ja auch sehr, sehr jung bekommen. Und ja, da war das halt auch noch nicht so zu rechnen jetzt, dass die wirklich ein Kind kriegen. Und deswegen hat auch wahrscheinlich mein Kartenleger nicht drauf geschaut, aber ich sage nur noch, das kann halt bei dir hier auch so ein Thema sein. Aber das Gute ist, es ist wirklich schön schicksalshaft. Also es ist nichts Schlimmes, ja, egal ob es jetzt bei dir ist oder bei wem anderen. Wenn, dann würde ich es eher sehr, sehr positiv sehen mit den guten Energien. Ja, es ist eigentlich eine Wunschschwangerschaft, wenn es so ist. Ja, finde ich spannend, ja.
Wie gesagt, Mutter, ja, wir haben den Beruf mit dem Herz. Also ja, es ist schwierig, ja, weil es kommt immer das Thema raus, auch eben Mutter, Großmutter, einfach auch die Liebe. Es kann natürlich auch die Liebe zum Beruf sein. Wir haben hier zwar den Sarg, ja, vielleicht änderst du auch etwas in deinem Beruflichen, dass du jetzt endlich einmal das machst, was du willst, was dein Wunsch ist. Wir haben hier auch die Finanzen mit dran liegen. Finde ich auch interessant. Also es kann auch sein, dass du wirklich eine finanzielle Verbesserung erfährst am Beruf, durch den Beruf. Du machst das sehr gerne, was du machst, aber wie gesagt, hier liegt auch die Transformation, ja. Und mit dem Mond haben wir den Erfolg. Also vielleicht gehst du jetzt auch in etwas, was du gerne machst oder lieber machen würdest, als was du bisher machst, ja. Oder eben, wie gesagt, es ist wirklich so das Thema bei dir, dass du jetzt dann auch in Mutterschaftsurlaub gehen kannst, in Elternzeit und da, ja, eben, dann ist es ja auch eine Änderung, ne? Aber du hast halt hier auch den Glücksschlüssel am Haus, ja? Also es deutet wirklich alles darauf hin, dass es so um dieses Thema geht, eben Familie, Familiengründung, eben jetzt zu Hause sein wegen dem Kind und so weiter, ne? Also das schaut mir wirklich danach aus, das finde ich sehr interessant. Generell hast du die Verträge am Haus liegen. Also es kann sein, dass, obwohl, ja, vielleicht, also ich habe jetzt zwar nicht direkten Umzug, aber vielleicht willst du, entweder willst du etwas verändern oder willst du wirklich ausziehen. Da zeigen sich hier neue Verträge, aber generell liegst du ja wieder auch mit dem Glück und mit dem ja, Schlüssel da. Also ich würde schon eher sagen, dass du da bleibst und vielleicht, was eben das Zuhause betrifft, vielleicht da etwas verändert. Ein Vertrag hat man ja zum Beispiel auch, angenommen, wenn man jetzt neue Möbeln kauft oder so, ne? Dann schließt man ja auch einen Kaufvertrag ab. Oder du nimmst vielleicht nimmst du auch einen Untermieter ins Haus, dass du da einen Vertrag deswegen hast. Vielleicht ist dein Haus schon so groß oder deine Kinder sind schon ausgezogen, dass du sagst, okay, jetzt kann ich ein Zimmer untervermieten. Das wäre natürlich auch möglich, ja? Und wir haben hier die Sense. Also plötzlich, ich meine, sie schlagt zwar in den Reiter, aber ich würde sagen trotzdem, entweder sind es plötzliche Nachrichten, ja, dann hätten wir wieder das Thema, dass du das erfährst und plötzliche Nachrichten über eine Schwangerschaft oder dass jemand ein Kind bekommt oder du. Oder eben, naja, es liegt halt schon mit dem Storch auch wieder, ja, die positiven Veränderungen. Oder es, weil die Sense ja eigentlich in den Reiter reinschlägt, kann es auch sein, dass eine Nachricht verloren geht, etwas, was du erfahren sollst, geht mal verloren, dürfte aber dann doch wieder reinkommen. Das größte Glück ist da und die Entscheidungen, ja. Also ich, ja, weil nachdem die Sonne hier liegt, kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass es jetzt eine Nachricht wirklich so verloren geht, dass sie unwiederbringlich nicht mehr zu dir kommt, sondern ich würde schon eher sagen, da kommen Nachrichten, die dich aber ja eigentlich erfreuen, ja. Es sind schöne Nachrichten, es sind Nachrichten eben, die dir Freude machen, die was Gutes reinbringen. Also das schaut ja auch ja sehr positiv aus. Ja, du hast in der Mitte den Brief, die Routen, dann hast du die Partnerkarte und den Berg. Also es kann sein, dass du in letzter Zeit mit deinem Partner, Partnerin wenig gesprochen hast oder halt ja, dass vielleicht dein Gegenüber auch zurückgezogen war. Vielleicht wollte er oder sie auch nicht so viel reden oder eben ja, du wolltest besprechen Themen und er wollte nicht, weil da die Blockade an den Routen ist. Aber das kommt jetzt auch in Gang. Dein Gegenüber vielleicht ja wird er oder sie jetzt redsamer, weil da zwei Kommunikationskarten. Es könnte auch sein, dass irgendwie eine Einladung kommt von deinem Gegenüber, wenn du jetzt angenommen noch nicht zusammen wohnst. Vielleicht wirst du eingeladen zu einem Treffen, zu einem Date, ja, oder auch, das kann man natürlich auch machen, wenn man zusammen ist, ja, sich mal eine schöne Zeit machen. Ja, mach's, solange du noch Zeit hast, ja, weil die Vögel stehen ja eigentlich auch für die Eltern. Und da sind wir wieder bei dem Thema, ne? Kinder bekommen, Elternschaft und so weiter. Also deswegen sage ich, mach, solange du noch Zeit hast, ja, oder ihr. Also nütze die Zeit, den August, die schönen Sommernächte jetzt, ja. Also das würde ich dir raten. Gut.
Lieber Skorpione, das ist wirklich sehr aufregend alles. Ich bin ganz ja fertig schon, weil das so aufregend, aber für mich auch aufregend ist. Und ihr könnt mir gerne ein Feedback lassen. Das würde mich sehr freuen, auch halt später. Ich habe heute ein Feedback vom Juni auch bekommen. Das hat mich besonders gefreut, weil ja. Man denkt dann ja, also ich, wie gesagt, ich meine, ich denke dann auch nicht mehr so dran, ja, ich mache die Videos für euch, aber es ist schön, wenn dann eben so ein Feedback kommt und ja, das hat gepasst damals, weil man sieht es ja auch erst am Ende des Monats, ne? Aber ich freue mich natürlich über jedes Kommentar und über jedes Like und vor allem ja auch den Kanal abonnieren und wenn ihr mich braucht, bin ich für euch da, gerne auch für eine Beratung. Die Daten findet ihr am Anfang von diesem Video oder auch unter dem Video, meine Homepage und mein WhatsApp. Na gut, dann schicke ich euch liebe Grüße und bis zum nächsten Video. Tschüss, Baba.